Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Sims 4 mit unserer Familie Black. Der Alexander Black, der verlässt hier gerade unser Haus. Schade, schade. Viel Zeit, um mit ihm zu spielen, hatten wir jetzt leider nicht. Einfach, weil es so ist. Ja, genau. So, Shayla kann noch ein bisschen hochgehen mit ihrer Geige üben, denn, ja, Spaß fehlt ein bisschen. Aber spät ist es auch schon wieder. Ach Mensch, Zeit vergeht so schnell. Aber Benjamin will jetzt auch ins Bett. Das ist natürlich gerade ein bisschen unpraktisch. Warte mal noch hier unten, Benjamin. Dein Papa ist bestimmt gleich raus aus der Dusche. Und dann kannst du auf jeden Fall auch noch eine Dusche nehmen. Also wir brauchen echt unbedingt dieses zweite Badezimmer als allernächstes. Denn sonst werden wir hier nicht weit kommen. Mann, jetzt wird fertig. Und wenn wir uns wenigstens ein Klo oben reinstellen? Das könnten wir ja eigentlich machen. Ein bisschen Geld haben wir ja. Weil zwei Kinder und zwei Erwachsene, das ist schon eine Menge. Und ja, zwei Klos. Weil wenn die sich da halt auch so albern haben und sich nicht mal vor Mami und Papi auf dem Klo zeigen können, dann ist das halt schon etwas blöd, ne? Und halt nicht ausreichend. So, gut, haben wir ein Klo und ein Waschbecken hier oben. Dann kannst du hier oben dann aufs Klo gehen und nicht dort unten, damit der Benjamin dann in die Dusche schlüpfen kann. Also los, ab schnell noch in die Dusche. Shayla übt noch etwas an ihrer Geige. Ja, hört sich noch ziemlich grauenvoll an, aber ist in Ordnung. Cassidy liegt schon im Bett, die faule Kuh. Das Bild ist aber auch noch nicht fertig, oder? Das ist fertig. Das ist 264 wert, okay. Emotionale Aura aktivieren. Komm, steh mal nochmal auf, das will ich jetzt mal machen. Level der 3, der Kreativität-Fähigkeit erreicht. Oh Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So. Aber, obwohl, doch, das ist schon cool. Das ist so eine Frau, ne? Das hat irgendwie was. Das nennt man moderne Kunst, glaube ich. Du sollst das jetzt da, deine kreative Aura, emotionale Aura aktivieren. Mach das jetzt bitte. Warum macht sie das denn jetzt nicht? Ach, Mann. Dann verkauf's an die Kunstgalerie. Ich weiß manchmal nicht so richtig, was besser ist. Ob ich die Bilder an die Kunstgalerie oder an einen Sammler halt verkaufe. Ich weiß halt oft nicht, wo es mehr Geld gibt. So, Benjamin, bist du fertig mit Duschen? Dann komm schlafen. Da sind ja Herzen auf seinem Bett. Oh Gott. Und Shayla, du hörst jetzt auf hier, ne? Und gehst auch schlafen. Gut. Mach das mal. Und dann ist hier der erste Tag in unserem Haus vorbei. Ging wahnsinnig schnell. Immerhin war ja auch Schule und Arbeit und. Und jetzt haben wir es auch schon wieder 0 Uhr. Ich hoffe, die Kinder sind dann diesmal pünktlich ausgeschlafen, damit sie auch rechtzeitig zur Schule können. Ja. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Cassidy ist als erstes fertig. Dann geh erstmal auf die Toilette. Die haben wir ja nun mal gleich hier oben. Dann kannst du hier unten duschen gehen. Und dann, ja, ist mal hier Pfannkuchen. Ist wenigstens ein ordentliches Frühstück. Ach ja, je, aufräumen müsstest du hier dann auch mal noch. Das machst du bitte noch, bevor du etwas isst. So. Ein Gericht nehmen. Wunderbar. Julian, wie weit bist du mit dem Schlafen? Du bist auch gleich fertig. Schön. Dann fehlt dir noch ein bisschen Spaß. Dann spiel doch noch ein bisschen My Sims Go oder so. Bei jemandem Luft machen. Nö, muss nicht sein. Cassidy, warum bewegst du dich jetzt nicht nach unten? Ach Mann, ey, manchmal weiß ich nicht, was das soll hier, ne? Ich habe ihr doch gerade eine Menge Aufgaben gegeben. Ist es denn jetzt so schwer, die zu erledigen? Ich weiß es nicht. So, Benjamin und Shayla sind dann auch gleich ausgeschlafen. Naja, aber das ist mir ehrlich gesagt schon wieder zu spät, weil die müssen ja noch zur Schule. Also aufstehen, ihr Zwerge. Dann ab nach unten, frühstücken. Und ich finde diese Jingles hier echt nervig. Nur weil die jetzt mal schlechte Laune haben oder so, immer gleich diese Trauermusik hier im Hintergrund. Bäh. Etwas nervtötend.
So, Julian ist am Zocken. Wann musst du zur Arbeit? Um 10? Cassidy, musst du halt auch arbeiten? Ja, um 9. Okay. Ja, hier müssten wir auch mal dafür sorgen, dass sie wieder ein bisschen, ja, ihre Jobleistung nach oben kriegt, dass sie befördert wird. Ah gut, er ist auch erst auf der Karrierestufe 2, ne? Also, das dauert hier, glaube ich, auch alles ein bisschen länger als in Sims 3. Aber ist okay. So, wenn du fertig bist damit, dann kannst du hier aufräumen. Warum isst denn du jetzt nicht Benjamin? Ach so, er möchte jetzt hochgehen zu Julian und mit ihm plaudern. Okay. Also ich habe mal gelernt, dass man am Tisch sitzen bleibt und auf isst. Und dass man dann erst aufstehen darf. Und nicht mit seinem Essen durch die ganze Wohnung rennt. Aber ist okay. Mach das. Warum wäschst du denn jetzt nicht da unten ab? Ach man, ihr seid doch manchmal echt ein bisschen dusselig. Nein, nicht du. Ich meinte jetzt eigentlich Cassidy, die sollte sich was zu essen nehmen. Nein. Öffnen. Da, ein Gericht nehmen. Wo willst du jetzt hin? Mit Mutti plaudern. Einen Elefantenwitz machen. Ach, Mann, Leute. Ach, Mann, Leute. Mama geht jetzt aber schon wieder runter. Ja, was machst du jetzt? So, Julian, wie geht's? Angespannt. Immer noch wegen dem Feuer. Hunger hat er dann auch. Okay. Dann nimm du dir doch auch ein paar Pfannkuchen. Sind ja noch ein paar da. Und Shayla rennt ihrer Mami wieder hinterher. Mama, lauf doch nicht immer weg. So, Shayla und Benjamin müssen dann auch gleich los. Gut. Julian, bist du dann bald fertig mit Zocken? Ja, komm, Spaß ist voll. Dann hör auf jetzt. Geh was essen. Benjamin, wie sieht's bei dir aus? Was willst du? Bahn. Klick auf die Badewanne, um ein Bad zu nehmen. Warum willst du denn jetzt Bahn? Weil er angespannt ist. Aha. Ja gut, dann geh halt schnell Bahn. Aber ganz, ganz schnell. Im Düsenstrahl spielen. Was für ein Düsenstrahl? Haben wir hier einen Whirlpool mit drin, oder was? Das ist ja cool. Das gefällt mir. So, Shayla. Shayla geht's gut, das ist schön. Cassidy geht's gut. Und Julian geht's auch gut. Wunderbar. Dann werd noch fertig mit dem Essen. Cassidy kann dann noch anfangen, ein realistisches Gemälde zu zeichnen, mittelgroß. Wenigstens anfangen soll sie damit. 3 emotionale Gemälde fertigstellen. Okay, 2 haben wir schon. Sie ist noch am Aufräumen. Okay, alles klar. Shayla ist zur Schule. Gut, Benjamin muss dann auch zur Schule. Dann komm jetzt raus da. Ab zum Unterricht. Ah, die Badewanne ist cool. Die gefällt mir. So, was macht ihr beide jetzt? Oh, mit Cassidy plaudern. Okay. Er ist verspielt. Und sie ist angespannt. Immer noch. Mein Gott. Wie können denn Kinder in dem Alter schon so angespannt sein? Ich verstehe es nicht. Mir ein bisschen zu hoch. So, dann fang mal an, Cassidy. Aber du musst auch gleich zur Arbeit. Also mal hin. Julian, wo willst du jetzt schon wieder hin? Weglegen. Okay, mach das. Und dann kannst du ja hier noch ein bisschen programmieren. Spiel modifizieren. Nö. Hacken. Man kann hier immer irgendwie nur dasselbe hacken. Das finde ich blöd. Wir üben jetzt erstmal ein wenig programmieren. So, und Cassidy muss jetzt zur Arbeit. Jo. Was malst du da? Okay. Das können meine Kinder auch. Aber geh du jetzt einfach erstmal arbeiten. So. Okay. Julian übt noch ein wenig programmieren. Ich überlege gerade, ob wir uns noch einen Urlaubtag nehmen sollen. Ein bisschen was haben wir ja noch. 3 Tage haben wir noch Zeit.
Doch ich glaube, wir nehmen uns noch mal einen Urlaubstag mit ihm, dass er hier ein bisschen üben kann, damit er mit der Arbeit ein bisschen vorankommt einfach. Und dann kann er heute Nachmittag vielleicht einfach mal mit den Kindern zum Park gehen oder so. Komm, nimm dir mal noch einen Urlaubstag. Geht es nicht, während du da programmierst, dass du auch telefonierst? Also ich telefoniere manchmal auch, wenn ich an meinem PC sitze. Aber bei dir ist das wohl nicht so üblich. Was ich sehr schade finde. Wir könnten ja eigentlich auch mal hier hinten rangehen. Oh, da ist auch ein Erdbeerstrauch. Und ein bisschen was ernten, bevor das irgendein anderer Sim macht, oder? Was haben wir denn hier alles? Chrysanthemenpflanze, was auch immer das ist. Glockenblumenstrauch. Kartoffelpflanze. Erdbeeren. Löwenmäulchen. Apfelbaum. Okay, und da können wir nochmal nach Fröschen gucken gehen. Oh, das Mondscheinkind hat uns gerade Geld gebracht, oder was? Ah, jetzt ruft er an, Mann. Sonst denken die doch, du willst nicht zur Arbeit. Muss ja auch nicht sein. Du kannst dann immer noch programmieren, üben. Jo, hoi, ich nehme mir heute nochmal einen Tag Urlaub, ne? Den will ich aber bezahlt haben, damit du Bescheid wisst, gell? Gut. Alles klar. Ich dann. Also, wir haben echt jetzt ein riesen Haus, ne? Das ist so wahnsinnig groß. Überleg schon, ob uns das nicht vielleicht doch ein bisschen zu groß ist. Oh Gott. Weil hier sind überall die kleinen, süßen Häuschen und dann steht hier so eine riesen Villa. Oh mein Gott. Ah, ich muss auch echt noch ein bisschen üben hier in Sims 4, das Häuser bauen. Errungenschaft. Fängt gerade erst an. Spiele 5 Stunden die Sims 4. Oh. Wow, ich habe es jetzt geschafft, 5 Stunden zu spielen, oder was? Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich. Also ihr merkt, ich sitze hier privat eigentlich gar nicht dran. Wirklich nur zum Aufnehmen. Weil das halt einfach, ja, ich komme ja gar nicht mehr privat dazu, irgendwie zu spielen. Und daher wahrscheinlich jetzt erst die Errungenschaft. Aber gut. So, komm, Julian. Reicht jetzt mit Programmieren üben. Was können wir denn noch machen? Komm, geh mal hier ernten. Können wir hier auch was ernten? Nö. Nö. Dann erntest du erstmal nur da und gehst da mal nach Fröschen suchen. Und da kannst du graben gehen. Einfach mal ein bisschen raus an die frische Luft, nicht den ganzen Tag nur vorm PC sitzen, so wie ich das immer mache. Wieso ist er denn jetzt nicht hinten rausgelaufen? Ja, manchmal checke ich es noch nicht so richtig, ne? Ach, Mann, Mann, Mann. Aber gut, ihr Lieben, das war es dann an dieser Stelle auch erstmal für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt wieder fleißig eure Kommentare runter, gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Tschüss!